Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Bugelle. Okay. War gut, oder? Ja, sehr gut. Also, hallo und schön, dass ihr beim neuen Video dabei seid. Heute wieder mit meinem Special Guest, dem, sag deinen Namen? Yannick. Der Yannick. Ja, also, heute ist ein weiterer Teil vom Coverraten dran. Genau. Jetzt darf der Yannick wieder Coverraten. Ich glaube, du freust dich schon sehr, ne? Ich habe mich darauf vorbereitet. Ja, wie denn? Ja, in meinen Träumen. Okay. Also, ich habe von den Covern nämlich schon geträumt. Ja, ich habe wieder 5 Bücher rausgeholt, aber wirklich diesmal Bücher, die Yannick noch nicht irgendwie, also eigentlich nicht. Da gibt es glaube ich auch. Also alle Bücher, die du hast, habe ich schon gelesen, heimlich, ne? Ja, zu einem Buch gibt es einen Film, aber... Ich habe deine Bücher alle schon heimlich gelesen. Ja, klar. Ja, also ich habe halt versucht, dass es wirklich nur um die Cover geht und dass Bücher sind, wo ich weiß, dass Yannick die eigentlich noch nicht kennt und es halt dann wirklich nur darum geht, dass Yannick, falls ihr das letzte Video halt noch nicht gesehen habt, dass es geht darum, ich zeige Yannick gleich ein Buch mit einem, also halt, dass der kann halt dann den Titel lesen, das Cover sehen und dann soll er raten, worum es in dem Buch halt geht, nur anhand des Covers und dann halt mit dem Titel. Anschließend, wenn Yannick dann seine Vermutung abgegeben hat, werde ich dann auflösen und entweder sagen, ja, war ungefähr richtig oder euch dann halt die Lösung sagen. Und wir wollen direkt jetzt mal mit... Stopp, diesmal möchte ich mal mit Punkten machen. Mit Punkten? Hm? Ja, ich möchte Punkte kriegen, wenn ich das richtig gemacht habe. Okay. Und einen halben, wenn ich es halb richtig gemacht habe. Okay, ja, können wir machen. Also 10 insgesamt? Nein. Nee. Immer nur 5. Einen Punkt. Okay. Pro Buch. Okay. Und wenn ich... Wenn wir nochmal einen dritten Teil machen, dann sagen wir nicht die Punkte. Ah, okay. Ja, okay, können wir machen. Also, das erste Buch ist jetzt, ja, weil es halt aus dem Schuber sieht man da jetzt keinen Titel, aber ich nenne ja den Titel trotzdem. Ja, Percy Jackson steht ja an der Seite. Ja, hast du schon gelesen. Also, Percy Jackson, Diebe im Olymp und so sieht das Cover aus. Und jetzt darfst du raten, worum es geht. Jetzt musst du so machen, was so. Ich muss mir das anschauen. Ja, yeah. Ja, ich würde sagen, in dem Buch geht es um einen Jungen mit dem Schwert. Ich denke, das Schwert ist irgendwie magisch, weil Blitze in das Schwert reingehen, ne? Kann man hier ja sehen. Die gehen so in das Schwert rein. Vielleicht sogar griechische Mythologie. Ja, weiß er doch, ne? Ja. Habe ich nämlich gelernt, das Wort. Ja. Das liest du nämlich gerne, ne? Ja? Ja. Könnte, weil, na, ich bin mir nicht sicher, aber doch, könnte sein. Aber worum geht's da? Also entweder hat der das Schwert aus dem Stein rausgezogen und auf einmal kommen da so Donner von Himmel und der schaut ja auch in den Himmel rein, ne? Der schaut so in den Himmel rein, als würde da jetzt irgendwas ankommen. Ja, ich würde sagen, ein Junge, der entdeckt ein Schwert. Griechische Mythologie irgendwie hat damit ein bisschen was zu tun und ja, immer bekämpft er jetzt mit dem Schwert. Da würde ich jetzt mal sagen. Okay. Aber was der bekämpft, ja, irgendwelche Monster. Also, ich muss sagen, Yannick, du bist schon mal ganz schön gut. Also erstmal griechische Mythologie. Jetzt, ich weiß nicht, wir haben so Bing! Jetzt sagst du. Also für deinen halben Punkt kriegst du schon. Sag mal, worum es geht. Ja, es geht um Percy. Ja. Und Percy ist ein Halbgott. Ja. Also griechische Mythologie ist halt richtig, weil ich weiß gerade nicht genau von wer nochmal sein Vater ist, steht das hier hinten drauf. Genau, ist der Meeresgott Poseidon und deswegen ist halt Percy ein Halbgott. Okay. Und der kommt dann an das Camp Half-Blood. Ja. Wo der noch andere Halbgötter kennenlernt. Hier ist auch Wasser, hier ein bisschen war. Oh ja, jetzt hast du gut entdeckt. Okay. Und ja, dann erleben sie viele Abenteuer und ja, also so im groben Ganzen geht es halt darum. Aber ich fand es schon ganz, ja, so war. Weiß jetzt nicht mehr, auch nicht mehr so ganz genau, worum es mit dem Schwert auf sich hat. Also ich musste auf jeden Fall mal bald den ersten Teil rereaden und dann den Rest lesen. Also doch, den zweiten habe ich auch schon gelesen. Aber ja, also ich weiß nicht mehr genauso sehr, was das Schwert auf sich hat, muss ich sagen. Ja, aber ich bin sehr begeistert, Janik. Also es war schon ganz gut. Das nächste Buch habe ich ausgewählt, weil ich finde, hier mit dem Cover. Das ist Sorry. Das ist Delirium. Eigentlich, finde ich.
Also das kann man gut coverraten. Ja, es geht um Delirium von Lauren Oliver. Und bitte, jetzt ist dein Part dran. Okay, hier kann ich jetzt gut coverraten. Okay, geht es nicht um eine Frau? Liebe? Mhm. Okay. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, da ist eine Frau. Und die verliebt sich in jemanden. Das ist so ein bisschen so eine Liebesgeschichte. Mehr darum, ja, das war es eigentlich auch. Würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich muss eigentlich sagen, Rücks finde ich eigentlich im Punkt, oder was meint ihr? Weil, du, klar, ich finde es halt auch ziemlich schwer, an der Hand des Covers. Da meinst du nur, das wäre leicht. Ja, aber das eigentliche Thema herauszufinden. Weil es geht darum, dass, in dem Buch geht es darum, dass die Liebe als Krankheit anerkannt wurde. Okay. Und man, ich glaube, genau kurz vor, also man bekommt dann halt einen Eingriff. Ich weiß nicht mehr genau, es steht kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Es geht halt um Lena und sie lebt halt in dieser Welt halt, wo die Liebe als Krankheit anerkannt ist. Sie dürfen sich nicht verlieben. Ja, sie kriegen halt einen Eingriff. Die verliebt sich dann. Ja, sie kriegen halt einen Eingriff, dann können sie sich halt nicht mehr verlieben, aber damit sie halt vor dieser Krankheit geschützt sind. Aber sie verliebt sich. Genau, kurz vor dem Eingriff verliebt sie sich und dann denkt sie sich, was kann daran denn jetzt so schlimm sein? Und darum geht es halt so grob gesagt. Gibt es halt drei Teile von. Und aber, hör mal, ich finde, das hast du schon mal ganz gut gemacht, weil... Du hast rausgefunden, ja, lieb, mein Gott, ist jetzt nicht so schwer, ne, das rauszufinden. aber sonst fand ich gut. Also, der Punkt geht an dich. Jetzt hast du ja schon anderthalb. Jetzt der nächste. Bin ich eigentlich fünf raus oder habe ich hier nur vier. Oh, okay, dann gibt's jetzt in diesem Teil noch vier. Nee, musst du gleich nur eins nehmen. Okay, dann nehme ich gleich noch eins. Such mir gleich eins aus. Du suchst dir eins aus, ja, sehr leicht. Okay. Nee, ich nehme eins, was ich nicht kenne. Okay. Das nächste ist Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ja. Okay. Das sieht mir ein bisschen aus wie so ein... Ja gut, das ist wahrscheinlich ein Wolkenschloss. Ich hätte jetzt gesagt, da wäre jetzt hier so ein Hotel, wo verschiedene Menschen drin leben, weil halt verschiedene Menschen aus den Fenstern rausgucken. Ja, ich würde sagen, in dem Buch geht es darum... Geht's eigentlich um dieses, ja, Wolkenschloss oder halt, für mich ist es jetzt hier so ein Gebäude, ein Haus oder ein Hotel, weil die sehen mir hier so ein bisschen nach Kellner aus, die schwarze Kleidung tragen. Ich würde sagen, in dem Buch geht's um ein Hotel, wo verschiedene Menschen drin leben und die lernen sich alle irgendwie kennen. Vielleicht passiert da auch noch irgendwie so ein Mord oder so, der aufgeklärt werden muss. Ja. Also, ich muss auch sagen, hier ist schon mal ganz gut, weil es geht halt wirklich um ein Hotel, was Wolkenschloss heißt. Mhm. Und in dem Hotel arbeitet, wie heißt sie denn noch gleich? Mal eben schauen. Sie heißt Fanny. In dem Hotel arbeitet Fanny und es dreht so ein bisschen um die Weihnachtsjahreszeit rum. Das Buch handelt ungefähr um der Weihnachtsjahreszeit rum. Und es geht um Fanny, die halt in einem Hotel arbeitet. Mhm. Und dann versucht sie die Geheimnisse der Gäste so ein bisschen herauszufinden, weil da merkwürdige Dinge ein bisschen vor sich gehen. Mhm. Und Mord? Mord weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Aber irgendwas Schlimmes, oder? Eigentlich nicht, aber ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwas Schlimmes geht da vor sich. Ja, es ist schon fast 2 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, Weihnachten werde ich es rereaden, weil es echt ein tolles Buch ist. Kerstin Gier schreibt ja generell richtig klasse. Ja, also irgendwas passiert da auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Was genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, weiß ich nicht mehr. Aber hast du gut gemacht, muss ich sagen. Also ein Punkt, oder? Ja. Ja, habe ich hier schon 2,5, oder? Ja. Ja, gut. Gut. Das nächste Buch ist Niemals Welt von Marisha Pessel. Ein bisschen schwierig. Ja. Wenn wir den Titel lesen, Niemals Welt. Ja, auf dem Cover sehe ich jetzt ja eigentlich nur Regen oder Wassertropfen und Rosen. Mhm. Also könnte es sein, dass hier auch jemand stirbt vielleicht, wegen den Rosen. Und wegen dem Wasser, weil da niemand traurig ist. Könnte aber auch voll daneben liegen.
wegen dieser Niemalswelt. Könnte jetzt auch sein, dass diese Niemalswelt ein Paralleluniversum ist, wo andere Menschen leben, eventuell, die vielleicht nach dem Tod dorthin gelangen. Ist das so? Du guckst so komisch, oder ist das voll daneben? Sag ich nicht. Ich sag jetzt einfach mal Paralleluniversum oder eine andere Welt halt und jemand, der stirbt, der kommt dahin. Also jetzt mal eben ohne Witz, Janik, ne? Jetzt mal eben Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, warum? Wusstest du ungefähr, worum es in dem Buch geht? Ich hatte zu 100% mit Hand aufs Herz keine Ahnung, worum es in dem Buch geht. Das habe ich wirklich so Rosen, ja, und die mit dem Wasser dachte ich halt so ein bisschen an Trauer. Und diese Niemalswelt, als wenn da die Toten hingehen. Ja, weil echt gut, weil es geht halt wirklich um ein Paralleluniversum. In dem Buch geht es um Bi und die, erstens sind halt Freunde, das ist irgendwie gerade ein bisschen schwer zu erklären. Sie treffen sich nach ein paar Jahren wieder und ja, vor den paar Jahren ist halt Jim gestorben, der auch ein Freund von ihnen war. Und der Tod von Jim ist noch ungeklärt und das spielt halt auch noch eine Rolle in diesem Buch, weil Bi halt auch herausfinden möchte, was damals passiert ist. Und ja, die Menschen treffen sich halt nach ein paar Jahren wieder und haben dann einen Autounfall. Und dann kehren sie halt wieder zurück zu da, wo sie sich getroffen haben. Und auf einmal steht dann halt ein unbekannter Mann vor der Tür. Und der sagt dann, dass sie sich halt in der Niemandswelt befinden. Das ist ein, ich sag jetzt mal, Paralleluniversum. Und sie erleben halt den Tag immer wieder aufs Neue und nur einer kann halt von der Niemalswelt zurückkehren. Ja, so ungefähr da grob geht es halt in dem Buch darum, was halt echt spannend ist und ich finde, du hast es halt echt gut, ja, gut herausgefunden, muss ich sagen. Und ich würde sagen, dafür kriegst du einen Punkt. Anderthalb möchte ich. Es gibt aber nur einen. Ich brauche aber anderthalb Punkte. Das geht aber nur einer. Damit ich die vier hier noch voll kriege. Tja. Aber warte mal, wie viele Freunde sind da in dem Buch? Weiß er nicht. Weiß ich gerade nicht mehr. Vier vielleicht? Vier? Weil du hast ja jetzt, sag mal, eben das Cover. Ja. Eins, zwei, ne, fünf Rosen. Was? Ja, aber der Jim. Mit Jim wären es ja quasi fünf. Ja, weil dann wird es mit der Anzahl von der Rosen auf jeden Fall passen. Da haben die sich auf jeden Fall echt bei dem Cover wirklich, ist echt gelungen, würde ich dann sagen, ne? Mhm. Hast du eigentlich da schon so ein bisschen am Cover? Aber dass du das herausgefunden hast, bin ich echt begeistert. Jetzt brauchen wir noch eins. Ja, ich nehme jetzt einfach hier das, habe ich mir gerade spontan überlegt. Wir nehmen von Colleen Hoover, weil ich Laken liebe. Ja, das ist ja nicht schwer dann, ne? Ja. Da ist jemand, der Laken liebt. Ja, ich würde sagen, ja, ist halt ein Roman, ne? Ist halt so eine Liebesgeschichte. Also ich würde sagen, die Person liebt Laken. Laken ist vielleicht aber schon mit jemandem zusammen und verliebt sich dann aber auch in die andere Person. Könnte sein. Oder die eine Person verliebt sich in Laken. Und dann ist dann so ein bisschen so eine, wie so eine Liebesgeschichte quasi. Dass die erstmal, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das dauert halt auch halt auf jeden Fall ein bisschen, bis die sich besser kennenlernen. Vielleicht ist auch, ich weiß nicht, kommt der einen aus einer reichen Familie und hängt so normal vielleicht nur mit Reicheren eventuell ab, wie man schon mal in so Serien sieht, ne? Und dann, weiß nicht, ist das wie so eine verbotene Liebe vielleicht, weil dann die anderen Freunde vielleicht sagen, ja, warum gibst du dich mit dem ab oder so? Kennt man ja aus Serien auch. Vielleicht irgendwie so. Soll ich auflösen? Also wir sagen, du kriegst eigentlich keinen Punkt, oder? Was meint ihr? es geht um Will und um Laken und das ist schon echt richtig lange, dass ich das gelesen habe. Ich lese euch einfach mal eben den Klappentext vor, damit ihr wisst, worum es geht. Stell dir vor, du triffst die große Liebe und dann kommt das Leben dazwischen. Nach dem Tod ihres Vaters zieht die 18-jährige Laken mit ihrer Mutter und ihrem Bruder von Texas nach Michigan. Nie hätte Laken gedacht, dass sie sich dort bereits am ersten Tag Hals über Kopf verliebt und dass diese Liebe mit derselben Intensität erwidert wird. Es sind die ganz großen Gefühle zwischen Laken und Will, das ganz große Glück, drei Tage lang. Denn dann stellt das Leben sich ihrer Liebe mit aller Macht in den Weg. Ich sage jetzt nicht, was da passiert, falls ihr es noch nicht gelesen habt, aber ja, darum geht's halt. Also, ich finde, du hast einfach so viel jetzt, glaube ich, ein bisschen mit deiner riesen Serie. Aber du hast selber einen genug Punkte gemacht. Ja.
Also, falls euch so Videos gefallen, dann lasst gerne einen Daumen da. Ja. Oder wie man und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich für einem Buch mehr Punkte kriegen soll. Weil dann weiß ich, dass euch das gefällt. Oder können wir öfter sowas drehen, ne? Weil ich finde es super lustig. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.